Okay. Hinter einem Mann schwimmen ist komisch. Cool. Die Ufen sind aber nicht am Boden. Ich glaube, wir sollten den hier mal mitnehmen. Der hat zwei Spitzhacken in der Hand. Ey, die haben auch noch. Warum kann ich jetzt in den Ofen nichts mehr reinmachen? Jetzt geht's wieder. Ich schalte die mal ein. Ah, hier ist ein Lager. Das wird größer. Soll ich mal das Eisenschwert jetzt nähern? Nicht töten! Ah, oh, ich sag noch nicht töten! Zu spät, Sabi hat ihn getötet. Soll ich mal die Eisensachen leeren? Den hier kannst du töten, den will ich nicht. Ich will einen mit, ich glaub, das ist genug von Töten. Weil das hier ist wieder ein Schwertkämpfer, den braucht man nicht. Ich will mal einen mit Spitzhaken machen, ich glaube daran erkennt man die Klassen. Tschüss. Soll ich mal ein paar Waffen leeren? Hallo? Hast du eigentlich den Dolch? Welchen Dolch? Warte kurz, nee, der gute ist, ich weiß es nicht. Nee. Ich hab jetzt auf den, keine Ahnung, 100 Mal eingestochen. Ah, okay. Also ein eisernes Streitschwert kostet 20 Metallbahnen und 5 Äste. Ja, das Ding ist, wir haben halt nicht so viel Metall, aber... Ja, jetzt haben wir dann schon was. Ja, also ich würde auf jeden Fall Schwerter mal machen, also die Eisenschwerter. Ich glaube, die bringen schon deutlich was. Also die Spitzhacke bringt zum Beispiel auch deutlich was. Soll ich mal das Eisenschild lernen? Obwohl Schild geht jetzt nicht so oft kaputt, oder? Ja, Schild würde das normal Schild brauche ich auch. Also ich zum Beispiel habe auch kein Schild. Braucht das auch nicht. Ja, los, komm ab nach Hause. Eine Hyäne! Ich könnte den Eisenbogen lernen. Oder den Speer oder die Eisenpike. So, wo müssen wir jetzt hin? Rechts. Da drüben wäre auch noch ein Lagerfeuer, wenn es noch jemand mitnehmen willst. Jo, ich will einen mitnehmen mit Spitzhacken. Weil ich glaube, das sind dann Arbeiter. Ich glaube, daran erkennst du das. Oh, toll. Ah, nichts mehr da. Soll ich sonst noch irgendwas lernen? Von Waffen meine ich jetzt? Nö, eigentlich nicht. Ach, Eisenspeer und Eisenpike wird's noch geben, ne? Na, Pike ist vielleicht cool, dann hast du, kannst du die auf Abstand halten. Ich also glaube, dass hier allgemein genug Points gibt, dass man alles lernen kann. Nee, das glaube ich nicht. Ja, toll, das ist ja schon wieder hier, okay. Also die Pike kostet. Die Eisenpike würde 30 und 8 Äste kosten. Ich glaube, die ist besser, die kannst du nämlich auf Abstand halten. Ich würde jetzt schon noch gerne hier so einen Typen mitnehmen, warte mal. Ist Shadow bist du auch da? Ne, ich bin im Haus jetzt. Aber das andere kann ich jetzt nicht bauen, wieso das nicht? Ah, das baue ich ein Ding. Ein Speer. Was hast du in der Hand? Ein Speer, ein Hand. Du hast in der Hand. Du hast beides in der Hand, okay. Der kostet nicht mal Metall. Ich baue mir mal so einen, der nicht mal Metall kostet. Hallo! Was kostet kein Metall? Ein Wurfspeer kann ich mir jetzt craften. Den kann ich aber auch zum Zustechen nutzen. Steht da zumindest. Mir fehlt nur Zwirn. So. Dann aus Pflanzenfasern. Ich bin hinterher gezogen. Alter, dauert der lang. Ist immer noch nicht fertig. Was denn? Der Sklave da. Achso, ist der nicht gleich fertig sein? Da meint er einen Speer wegen. Stimmt, der ist gleich fertig. Aber ich kann die hier nicht so reinmachen zum Beispiel. Kein Platz mehr in der Werkstatt, stimmt. Aber wenn der fertig ist, dann ist die ja vielleicht noch, lebt die vielleicht noch. Ah, da steht Fighter. Ne, dich will ich gar nicht. Zack. Jetzt ist das Ding schon wieder weg. Passiert das nicht auch öfters? Dass ihr was craftet und dann ist das Ding einfach weg. Na. Leute, ich kann... Was denn? Ich kann einen Schrein bauen. Was denn für einen? Geht. Was? Geht. Gott, also eine Schlange. Wie hast du, wieso hast du so viele Punkte? Nö.
Wollt gerade was nachsehen, habt ihr noch? Ach, warte mal, das, jetzt kann ich bestimmt York bauen, weil ich das von dem Typen gelernt habe. Das könnte sein, ja. Oder? Warte mal. Was? Du kannst das direkt bauen, ohne das zu lernen? Stimmt! Ich kann auch York bauen. Aha. Weil ich das von dem Typen gelernt habe. Zeig mal, aber York ist doch, ich brauch. Was brauchen wir da? Oh, das brauchen wir sofort. Das brauchen wir nicht viel. 360 Steine, 160 Holz. Jo, ich hau. Ich hol Steine. Bauen wir jetzt beides? Ich weiß es nicht. Wollen wir beides bauen? Keine Ahnung. Also York ist, dass man nichts braucht. Set ist, dass wir Opfergaben geben müssen. Aber Opfergaben geben ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich. Ja, ich habe eben den genommen für Opfergaben, weil ich mir dachte, wenn es die York hast, dann geht es zwar wahrscheinlich kontinuierlich rauf, aber langsam. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht? Ja, egal. Erstmal, toll, wir brauchen... Ist da an dem anderen Ofen noch Platz? Ja, hier ist noch Platz. Also die 160 Holz hat. Okay, jetzt haben wir echt gut Metall. Geil. Geil! So. Der normale Speer ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Er war zumindest jetzt gleich tot, dass du mit ihm. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Ich hab 360 Steine. Okay, cool. Wohin? Was machen wir denn jetzt? Schlange oder Jog? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schnell das bei Jog aufgeht. Deshalb habe ich auch den anderen davor genommen. Ach, dann lass Set machen. Dann craftest du das, Shadow. Jo. Alter, Wiggy, du bist aber auch groß. Du bist voll die große... Keine Ahnung. Der Reihe. Wer Leader hier vor der Licht? What the fuck? Warum kann ich meine Metallspitzhacke nicht reparieren? Ich baue gerade einen. Wo bauen wir den hin? Vielleicht also hier so? Ich hab das jetzt mal hier in dem Material, in die Materialkiste getan, weil die andere oder ist. Oder direkt vor's, na direkt vor's Haus finde ich irgendwie kacke. Ich würde es echt hier irgendwo hinbauen. Schwerter oder Piken bauen? Boah, ist das groß. Nicht. Echt? Ist der so groß? Warte, ich drop den mal. Diesen Sack fallen lässt. So, gucken wir uns das Ding mal an. Die 8. Wow, okay, das ist echt groß. Dann kommen wir direkt ans Haus, so, das passt doch. Aber bitte nicht vor die Tür. Nee, nicht vor die. Ist mir schon klar. So, hey, du stehst direkt da, wo ich hinbauen will. Ege, da ist ein Haus. Wirf den ab. Den kann ich irgendwie werfen, aber er macht es nicht. Wieso? Rechtsklick vielleicht. Nee. Oh. Kann ich den wieder einsammeln? Der ist weg. Der ist weg. Der ist aber echt groß. Ja, hör schon auf das. Okay, die Frage ist jetzt halt. Ah, da musst du vielleicht echt Menschenfleisch. Hat jemand Menschenfleisch zufällig gerade dabei? Nö. Was mit unserem Sklaven? Hier ist der immer fertig. Hey, der ist nicht da. Warte mal. Opfermesser. Und Sitz. Und ah, wartet Mensch, mal. Mensch, was kann ich denn jetzt? Ich habe das jetzt genommen. Der ist jetzt da. Der. So, jetzt die 8. LOL, ist das geil. Das ist wie so eine Puppe. Wartet mal. Wir können ihn sogar drehen. Den stelle ich jetzt hier vors Haus. Was machst du denn? Nicht töten, wer? Der hat lange gedauert. Das ist ein Fighter, der kämpft für uns. Können wir den auch waffen? Ich habe ihn aufgehoben. Aber warum hat denn er keine? Warum hat denn lange E drücken? Okay, oder? Alter, wie geil ist das? Guckt euch das an, was ich machen kann. Nicht den Typen töten, ja. Keine Wurst. Das Stein nee, ich kann den nur nehmen. Das sieht aber so aus, als hätte der was in der Hand. Hier dann. Alter! Ich hab so schon keine Energie. Habt ihr jetzt Menschenfleisch irgendwie? Nee. Was sucht denn ihr? Da ist jemand rausgeholt. Was denn? Der Brenner, wir haben einen Altar gebaut. Das kann ich dir geben.
Dann hol ich halt neue Steine. Das sag mal, kann man doch gar nicht übersehen, Sabi. So. Außerdem habe ich keinen, ich bin weiblicher Charakter. Oh, was ist denn das? War nur bei mir gerade der Leck oder bei allen? Nö, bei mir war keiner. Lol. So. So, hier haben wir nochmal Olle. Opfermesse bei euch gerade. Vielleicht muss man einfach Menschenfleisch reinlegen, ich weiß es nicht. Töte die mal. Gucken, ob man da. Es wäre geil, wenn ich endlich mal mein Kack-Verderbnis wegkriege. Soll ich dir Menschenfleisch holen oder was? Oh, ich hab schon welches. Ich töte den Priester um. Na, er wird einen herschleppen, weil hier ist ein Opfermesser und da müsste man. Aber hier ist auch Handwerk. Guck mal hier unten. Ah, hier, ja, stimmt, du stellst gerade her. Opfermesser. Ja, guck mal, wir haben. Ich vermute ja, dass wir dann Lebendigen reintun müssen. Wie willst du denn dann Lebendigen reinpacken? Aufstellen und aufschlitzen. Nee. Man hat hier irgendwie so ein Dings jetzt gekriegt. Das wird. Frage ist, was kann man damit machen? Das kann man gar nicht nehmen. Das Ding, was da drin ist, kann man gar nicht nehmen, warum auch immer. Was ist denn das? Das ist gerade entstanden. Manifestation auf sie. Das ist gerade entstanden, ich habe keine Ahnung. Manifestation, das klingt ja. Da kann man Leibeigene reintun. Chris, bring mal den rüber. Oh nein! Okay, wir probieren es. Oder mach du mal. Kannst du das nicht? Und jetzt? Du hast den da. Können wir den da reinpacken? Rein zu tun. Ja, habe ich. Und jetzt? Kannst du ihn reintun? Ja, ist er. Und nu? Okay. Oh, Vorsicht! Was ist denn jetzt? Ey, das ist Vieh. Ey, warum? Komm her, Junge! Hier. Also du bist gerade drin. Manifestation of Seal, würde ich jetzt mal behaupten, da beschwörst du dann das Vieh. Vermutlich, ja. Ach. Das kann man halt auch nicht rausnehmen. Ja, deswegen ja. Also siehst ja, dass du jetzt das, dass das Ritualteil halt an einem festen Punkt sein muss. Okay. Fleisch. Lädt sich dann vielleicht auf und dann. Aber irgendwie muss man doch. Meinst du, da kriegt man das Verderbnis nicht weg mit dem Kack? Man braucht ein menschliches Herz. What? Für die Antitode. Vor allem das Ding ist, jetzt haben wir den umsonst gemacht. Nö, ja, dann kannst du wieder rausnehmen. Ist der da noch drin? Jo. Soll mal, wir brauchen noch einen. Wir müssen den tanzen lassen. Ich knüppel jetzt noch einen nieder. Ah, hier ist eine Joggrube. Unbeflecktes Menschenfleisch brauchst du da. Was, habt ihr jetzt diesen Dolch hergestellt oder was? Ja. Und den Tempel des Jog auch. Hm. Oder wir bauen den anderen Altar auch noch. Sabrina hat ja den anderen gebaut. Chris. Die, sagt die. You picked the wrong fight. Was? Wir haben zwei Altäre. Habt ihr schon aufgestellt? Jo, Sabrina hat ihn hier rüber gebaut. Boden. Wenn's beim Haus rausgehst, rechts. Eine Yogi-Grube. Yogi. So. Da muss man doch auch irgendwas machen können. Das ist ja wahrscheinlich das, was dort oben war, oder? Wege, lass mich mal kurz ran, bitte. Aber da oben konnte man nicht drauf zugreifen. Okay. Du brauchst unbeflecktes Menschenfleisch, also musst ein Weib da.
Aber hier ist auch rituell gereinigtes Fleisch. Ich denke mal, das brauche ich. Vielleicht kriege ich dann, weißt du? Ja, aber für das brauchst du ja, ach so, ja. Aber für das brauchst du ja das Menschenfleisch. Na, vielleicht braucht man doch einfach nur gegrillt, nee, oder normales Unbeflecktes Fleisch. Unbeflecktes Menschenfleisch steht da. Dann kannst du das andere oben machen. Aber wo willst du denn unbeflecktes Menschenfleisch herkriegen? Keine Ahnung. Ich hab jetzt einfach mal normales reingetan. Lass mich mal kurz zugreifen, bitte. Das Flint-Rent. Ich mache jetzt hier alle Arten von Fleisch rein. Mir scheißegal. Wo will man denn unbeflecktes Menschenfleisch herkriegen? Joa, Kackmesser. Vielleicht kriegt man das davon. Hör mal. Ja, das ist das gleiche wie der von Sieht, der Dolch. Okay, ich brauche noch Knochen. Aha, das Opfermesser kann man aber raus tun. Eine einfache aus Knochen und einem robusten Ast. Dingsterbumster Axt. Ich kann mir vorstellen, wenn du damit die Menschen tötest, kriegst du unbeflecktes, oder? Ah, ich habe jetzt auch gerade Opfermesser rausgenommen. Versuch mal, ob du da auch einen Knochen. Das wäre geil, wenn ich endlich mal meine Verdammnis wegkriegen würde, ey. Das geht mir mega auf den Sack. Viermal zuhauen und dann hast du keine Ausdauer mehr. Brauch jetzt aber noch für Schwert. Herstellen. Stein. So. Zeig mir hier den komischen Dolch. Das wäre geil. Soll ich hier reinspringen? Ganz für dich. Du musst aufpassen, wenn du reingehst, kommst du nicht mehr raus. Die Tochter des Lageranführers auf jeden Fall. So, ich habe 8 Punkte. Mach ich mir nur einen auf Belastung und den Rest auf Leben. Och Menno, wir sind keine Opfer mehr. Machen wir noch einen auf Stamina. So. Rezepte lernen. Kann ich noch irgendwas lernen? Nö. Irgendwas Wichtiges? Hier, Chris, guck mal im Chat, im Stream. Was? Hat jemand was? Es gibt verschiedene Arten, die Gunst der Götter zu erlangen. Aber für alle braucht ihr das religiöse Symbol. Wenn ihr mit eurem Hackmesser unbeflecktes Menschenfleisch besorgt. Alles klar, gib mir mal das Hackmesser. Ich geh ein paar Menschen töten. Da ist es. Da bin ich jetzt gespannt. Menschenfleisch besorgt und ist in Yorks Grube röstet. Alles klar, also unbeflecktes Menschenfleisch. Müssen wir mal gucken, ob wir das kriegen. Das wäre geil. Wie gesagt, Leute, ich starte eigentlich, man startet bei Level 1 mit 100 und ich habe 68. Ey, das ist aber schon ein bisschen weggegangen. Nee, ich habe es einmal gelevelt. Warte mal, sind da hinten wieder NPCs? An unserem Platz da? Ne, bei unserem Platz nicht mehr. Ich bin gerade dahin, wo da eine Opferpriester ist. Ja, vielen Dank, Chaos Commit. Und was ist bei Zed? Bei Zed muss man halt auch mit dem Dolch da halt das Herz rausschneiden, okay. Okay, da sind zwei. Direkt beim Lager sind hier von dem Lager vorher. Macht euch auch so ein Dolch. Was, bei uns oder was? Ja, was willst du das Hack? Ja, direkt bei uns? Hier, Leute. Okay. Also muss man die dann mit dem Hackmesser töten oder nur mit dem Hackmesser abbauen? Ich denk mal töten und abbauen. Ich mach's gerade einfach mal. Ja, gegen 4 Leute ist ein bisschen scheiße. Zieht ein. Immer. Das hab ich auch gemacht. So, getötet habe ich ihn damit. Ah, ja, ich krieg unbeflecktes Fleisch. Geil. Mit dem Hauptmesser, oder was? Jo. Na, soll ich mal Herzen besorgen, oder was? Na, bin schon dabei. Ihr könnt alle alles besorgen. Hauptsache, ich krieg meine scheiß Verdammnis weg. Wer kommt denn da? Hallo. Bin ich. Freunde. Hast du so ein Messer? Nee. Ich hab so ein Messer, ja. Ich bin nur ein. Ah, ich bin nur ein. Bei einem Vibe gerade dran. Haja. Vielleicht kriege ich auch beide kaputt. Guck mal, ihr haut euch doch bestimmt gegenseitig. Wenn ich renne nicht weg. Ja, einen habe ich tot. Aber oh, die hat Power hier, muss ich aufpassen. Das Hackmesser, das braucht nicht viel. Wo ist sie jetzt? Da. Oh!
mir den mal schnell abbauen, dann reicht mir das eigentlich schon. Also ein Herz habe ich mal. Ah, ich habe auch oben beflecktes Fleisch 4 oder so. Ritual gereinigtes Fleisch. Dann. Voll gut. Das wäre jetzt natürlich perfekt, wenn das so funktionieren würde, dann brauchen wir nicht ewig tanzen lassen. Lol, ich habe aus einem Menschen 2 Herzen rausbekommen. Nice. Das war so ein berüchtigter Doppelherzer. Sterbe. Sterbe. Wer kommt da gerade? Bist das du, Chris? Ja, hier ist eine Olle noch hinter mir. Ich stech die ab. Komm her. Ja, stech die mal ab und dann baue ich die ab. Wie sie wegfliegt. Ja, stimmt, du musst die nur abbauen, also kannst sie mit allem töten. So, und jetzt packe ich da mal das unbefleckte Fleisch rein und dann bin ich mal gespannt. Das wäre natürlich geil. Also dann verjähren wir den. Können wir endlich mal in die scheiß Höhlen gehen? Da kannst du euch, glaube ich, beide verehren, denke ich. Aha. Das ist natürlich. Was macht denn hier die Geräusche? Ja. Oh, ne. Warte, ich wollte es suchen kommen. Ich hol das Messer raus. Was? Wer besucht wen? Wir wurden besucht. Von so einem Chris, der liegt noch. Da bekommst du auch noch was raus. Menschenfleisch. So, und jetzt kann ich dann das Fleisch essen und bin dann. Wo ist jetzt das? Krasser, Fleisch? Oder was? Nein, da. Aha. Bei Seth machst du eine Antitode gegen Gift. Wie es aussieht. Aus Menschenherzen. Jetzt ist Fleisch drin. Hast du schon eins gegessen? Mit eurem. Okay. Also Leute, nochmal. Es gibt verschiedene Arten, die Gunst der Götter zu erlangen, aber für alle braucht ihr das religiöse Symbol. Schneidet mit dem städtischen Opfermesser der Herzen aus die Herzen aus der Brust eurer Feinde und bringt sie zum Altar von Zed. Jorks Gunst erlangt ihr, wenn ihr mit eurem Hackmesser unbeflecktes Menschenfleisch besorgt und in der Jorkgrube röstet. Mit eurem Mitra-Kreuz reinigt ihr die Körper gefallener Feinde und bringt die Seelen. Das ist eigentlich auch geil, dann brauchst du die wahrscheinlich nicht abbauen. Wenn du das in die Seele reinigst, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber. Ja, das ist doch dann das ohne Opfergabe, oder? Stimmt, wahrscheinlich, ja. Aber gefallener Feinde, das heißt, du musst sie auch bloß umbringen. Ja, darum geht's ja. So, hier ist dreimal Fleisch. Jetzt machen wir den Test, jetzt der große Test. Ich guck vorher meine Stats an. Was, du willst essen? Ja, ich will das jetzt essen. Ja, ich habe 68 Stamina. Wenn ich das jetzt esse. Hab Menschenfleisch gegessen. Nö. Du böser Junge. Mach Chris auch gerade. Es reinigt mich. Wirklich? Aber meine Stats bleiben gleich. Da steht zwar, regeneriert sich. Das stammt bei mir auch. Dann wird's nach und nach kommen. Es passiert nichts. Ich krieg meine Verderbnis nicht weg. Ich will doch nur. Weil Leben stört mich überhaupt nicht, aber dieses Stamina, 68 Stamina, das ist so eklig. Vielleicht macht ihr dich auch einfach nur wieder voll. Also Essen und alles. Guck mal, jetzt haben wir schon 6 von diesen Symbolen. Ich hab hier 5 drin bei Set. Das kannst du mal die Antitode probieren.